Ja, wie fühle ich mich? Irgendwie so ein bisschen ein Kribbeln, aufgeregt. Bin gespannt auf das Abenteuer, das wir hier werden begehen zusammen. Sorgen machen wir nicht. Ich weiss, dass ich bei Fujifilm gut aufgehoben bin und ich nehme jede Challenge an. Im Vorfeld haben wir natürlich extrem Gedanken gemacht, wo es hingehen könnte. Man muss einen Pass mitnehmen oder eine ID, es ist warm. Zuerst habe ich mir gedacht, ja, vielleicht geht es nach Japan. Aber dann habe ich gedacht, ja, nein, so 40 Stunden fliegen. Vielleicht von der Temperatur geht es sicher in den Süden. Wäre schön, wenn es irgendwie Richtung Afrika würde gehen. Aber vielleicht geht es auch einfach auf einen Roadtrip in den Bergen, Richtung Italien. Also, da bin ich ziemlich offen. Bin gespannt. Sieht nach Abenteuer aus. Fujifilm Discovery Week. Karte. Persönlich für mich, wow. Ja, das sieht irgendwie nach Osten aus. Albanien gab's, oder? Ja, da bin ich sehr gespannt. Also in dieser Gegend bin ich noch nie gesehen. Da haben wir natürlich Gläser zu meiner GFX. Da haben wir das 120er. Sehr gut. Gut für Porträts und Leute. Und natürlich das 50er, wo eine absolute perfekte Linse ist für Reportage. Hier haben wir den Reiseführer. Instax Mini filmen. Das ist auch gut. Und zwar ein paar. Also, da werden wir sicher genug haben. Deine Aufgabe ist es, eine Bildserie im Genre Cultural Landscape zu konzipieren, die durch das Zusammenspiel von drei Bildern eine Geschichte erzählt. Cultural Landscape bezieht sich auf Fotografen, welche die Symbiose von menschlicher Aktivität und Umwelt widerspiegeln. Diese Bildserie wirst du gemeinsam mit Martin Megli und Jens Krauer erarbeiten. Ein Bild pro Fotograf. Wo die fotografische Umsetzung stattfindet und was für ein Titel die Serie trägt, entscheidest du, basierend auf deiner Recherche. Als Experte im Bereich Porträt und Reportage hast du den Lead und die Verantwortung für das Endergebnis. Ah, super, nur noch ein bisschen mehr Pressure machen. Sehr gut. Viel Erfolg. Ja, ich glaube einfach, dass wir mit der Sprache und in eine freundliche Kultur eintauchen, aber ich glaube, da sind wir alle drei sehr offen und werden schauen, dass wir diese Challenge können meistern können. Ich glaube, die Chance, so unvorbereitet herzugehen, ist, dass ich mich vielleicht auch neu in der Fotografie entdecke. Also ich bin, ich sage jetzt mal, als Porträtfotograf oder Editorialfotograf, habe ich meine klaren Abläufe, wo ich mein Licht mitnehme, wo ich mein Equipment dabei habe, meine Assistenten. Und jetzt einfach so reingeschossen zu werden, bringt mich wieder mal an Grenzen sicher. Und das ist sicher spannend. Ich hoffe, dass das meine Kreativität weckt. Challenge accepted. Deutsch. Das ist eine riesige Community. Ich hoffe, es ist ein bisschen Chance. Guten Morgen, liebe Morgen. Brüder, willkommen. Dritter Tag. Unsere Challenge ist heute Cultural Landscape. Unser Ziel ist, dass wir eine Bildserie von drei Bildern kreieren. Und das Ziel ist, dass wir das Leben vielleicht ein bisschen opposite von Tirana darstellen. Also bei dir war es so ein bisschen Urban Landscape. Also wir sind ja dort im eher traditionellen Teil und im modernen Teil. Und jetzt wollen wir eigentlich so ein bisschen das Landleben dokumentieren. Und für das, also, dort ist es eigentlich, geht es darum, dass wir so ein bisschen das Zusammenspiel zwischen Mensch und Umwelt, so die Symbiose, können darstellen. Aus diesem Grund gehen wir heute sicher aus Tirana. Wir sind hier heute
ein bisschen umgefragt und umgelost. Und Berat scheint hier ziemlich gut zu sein. Berat ist ein Weltkulturerbe, ist eine sehr alte Stadt. Und wir werden dorthin fahren. Von Tirana werden wir hier so ein bisschen, eigentlich relativ schnell gehen wir auf Seitenstrasse, das mit dem Fahrer so angeschaut, in der Hoffnung, dass wir eigentlich schon auf dem Weg dorthin gute Sachen sehen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Was für Objektiv dürfen wir jetzt heute brauchen? Heute haben wir so ein bisschen das, was wir im Porträtbereich haben, also was ich dabei habe. Wir haben das 50er, das ein bisschen weitwinkliger ist. Und ein 120er, das sicher gut ist für Porträts. Dort ist sicher die Challenge, wir haben kein Zoom-Objektiv. Wir arbeiten immer mit Festbrennweiten. Das heisst, wir müssen uns extrem bewegen. Das ist eigentlich immer, wenn man mir zuschaut beim Fotografieren, also ich bin immer hinten, vorne, seitwärts, so, also wirklich sehr viel bewegen. Und ich dachte, man macht es vielleicht so. Für Jens ist es sehr, sehr ähnlich, was die Genre anbelangt. Für dich wird es eher ein bisschen Neuland sein. Also vielleicht kann man auch schauen, dass du, wenn wir Porträts machen, dass du ein Porträt machst. Und ich dir dort assistieren und guiden, dass es zu einem coolen Resultat kommt. Sehr gerne, ja. Und sonst sind wir einfach ongoing. Und, Knöpfe fragen, wir sind relativ on the same page. Also. Genau, ja. Also würde ich sagen, let's do it. Let's go. Let's go, ja. Gut. Was hier cool wäre, ist eigentlich nicht eine einzelne Person nehmen, sondern dass wir eigentlich wie so eine ein Editorial, eine Reportage über die Abgeschiedenheit von diesem Dorf machen. Die Schwierigkeit wird sicher sein, das Wetter heute. Das Licht ist relativ flach. Im Normalfall habe ich noch Blitzlicht dabei. Das ist dann, wenn es ein schönes Grundlicht auf dem Gesicht ist. Dann tust du noch ganz, ganz fein reinblitzen. Das gibt in der ganzen im ganzen Bild gibt es eine gewisse Tiefe und von dem her wär das cool. Aber ich habe noch so ein paar Lifehacks dabei, wo ich hoffe, dass wir mit dem auch vor allem bei den Porträts etwas machen können. That's nice. Okay. Okay. Super Sujet gesehen, oder? Also bist du hergelaufen und ja, ja, ich bin mit dem Scouten, beim Zurücklaufen, ja. Habe ich ihn gesehen, wenn er da hinten vorne ist, mit dem Esel. Und es ist ein perfektes Sujet, würde ich sagen. Ja. Also passt hier in die Gegend, eben der Esel. Es sind eigentlich, glaube alles erfüllt und gerade können packen und hat mitgemacht. Ja, und es ist cool, oder? Ja, genau. Aber es ist super. Also mega. Mega zufrieden, ja. Wir sind ein Team. Ich sage das immer, wenn wir unterwegs sind. Auch schön, wenn ich ein Editorial machen muss. Wir sind ein Team. Jeder soll sich einbringen. Wenn ihr irgendetwas sagt, auf dem Weg, sagt es. Wir halten an, probieren dort etwas zu machen. Ganz klar ist im Vordergrund Storytelling. Also wir wollen eine Story erzählen. Auf das müssen wir an die Leute herkommen. Das ist sicher anders als bei der Street-Photography. Dass wir so ein bisschen den Schaf schützen oder einfach so ein bisschen aus dem Hintergrund etwas fotografieren, ohne dass die Person etwas merkt. Und da müssen wir zu der Person zugehen. Wir müssen zusammenarbeiten mit ihr. Die Schwierigkeit ist dort sicher, dass wir die Sprache nicht kennen. Wir sind in einem fremden Kulturkreis. Und der Weg ist das Ziel. Also wir machen so ein bisschen, ich würde sagen, wie einen Roadtrip. Und wollen das Land und die Leute, Menschen kennenlernen. Und hoffen, dass wir irgendwie eine gute Story können einfangen können. Roshi. Ja, kann Roshi mir. Dadi, falim in der Schum. Tenderuar Choshi.
Just a minute. Thank you very much. Thank you. Thank you. Take another doggy. Was denkst du? Super cool. Ist gut? Ja. Hast du etwas machen können? Ja. Gut. Schön. Schön. Also als erstes machst du Freunde. Ja, genau. Und dann machst du Bilder. Ja, das ist cool. Also ich glaube auch der Ort ist mega geil. Also es ist irgendwie so ein bisschen das, also vor allem auch hier, was hier passiert ist. Grundsätzlich finde ich immer, also abgesehen davon, dass du zuerst mal Freunde machen musst, musst du dann einfach immer dort hin, wo du sonst nicht hingehst. Dann fängt es auch interessant zu werden. Und so zwei Hügel weiter im Hinterhof, durch den Ziegenstall, so am Wohnzimmer vorbei, gibt es dann doch noch ein, zwei spannende Bilder, die du mitnehmen kannst. Ja, dort sind wir gerade gesehen. Okay. Also dort hinten, links, ja. Dann hinten drüber. Ja. Ja. Bist du eigentlich? Wir haben Kollegen gemacht, ja, und Trauben bekommen, und ja, das haben wir gesehen. Und Rosen ja. Haben wir bekommen, ja, so Sachen. Cool. Ja. Ich würde in diesem Fall jetzt noch mal ein bisschen da bleiben. Ja, also da bleiben? Ja. Ja, also ja. Dann tun wir ein bisschen essen, schauen, was da noch kommt. Und dann, ja. Wenn jeder weiss, mal, ich habe sicher etwas ja. Und ich habe das Gefühl, es würde auch zusammenpassen, dann ja. Ist jetzt einfach noch Zugabe, oder? Mhm. Genau. Meine Erfahrung ist, je länger du bleibst, desto besser. Ja, 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 ist klar. Also, aber komm, dann bleiben wir doch. Wie, meistens ist es ja auch so, wenn du an einem Ort bleibst, kommt vielmals, kommt ja, kommen ja gute Sachen auch zu dir. Korrekt. Oder? Also, das haben wir ja bei dir gelernt. Albanien ist für mich dank der Discovery Week sicher die absolute Entdeckung der unbekannten Länder in den letzten Jahren. Es ist einfach die Kultur, die interessant ist, die Menschen, die wahnsinnig freundlich sind und das Essen, das mega fein ist. Also ist absolut ein Geheimtipp. Es ist wirklich eine Reise wert. Und von dem her danke Fujifilm Schweiz, dass ich hier mitmachen durfte.